Es war einmal in einer längst vergangenen Zukunft ein junger Mann in der Blüte seines Lebens. Doch den Sinn von eben diesem Leben, den suchte er vergebens. Dieser junge Mann, wir nennen ihn Ich, hatte alles, was man zum Leben benötigt. Doch eine Unzufriedenheit ergriff ihn bei Fragen über Sinn, Moral und Ethik. Hatte er sich doch gebildet, philosophisch, psychologisch, kam die Frage auf, wozu war das alles für die Fisch? Und weil er keine Antwort fand, nicht im Studieren noch im Beten, entschloss er sich des Lebens willen, eine Reise anzutreten. Also packte er, also ich, und brach auf zum Himalaya, wo ich unter der nepalesischen Sonne die größten Chancen auf des Rätsels Lösung sah. Hoffnungsvoll stieg ich auf den höchsten Berg, auf der Suche nach einer Spur, doch was ich fand, war ein kahlgeschorener Mann, er saß dort und lächelte nur. Also trete ich vor ihn hin und bitte ihn, mich zu befreien von den Geistern, die mich plagen. Was ich suche, ist eine Antwort auf des Lebens größte Fragen. Wozu lieben, wenn man alle, die man liebt, früher oder später verliert und jede verlorene Liebe nur noch als Schmerz existiert? Wozu leben, wenn man doch ohnehin stirbt? Wofür tun, wofür sich in 30 Jahren kein Mensch mehr interessiert? Und wozu sein, wenn doch jedes Sein ein vergängliches ist? Wozu sein, wenn die Welt auch so schnell vergisst, wer du bist? Und wozu all der Schmerz, wozu all der Frust, den man täglich im Leben durchleben muss? Wozu soll denn das gut sein? Warum muss es das geben? Wozu sollen wir Menschen denn überhaupt noch leben? Und der greise Mann sieht mich weise an und er wirkt kurz sehr nachdenklich. Doch sein Gemüt lockert sich und er muss ein bisschen lächeln und er zuckt mit den Schultern und spricht. Naja, such halt, oder hast du was Besseres vor? Und ich schaue ihm so aus, so was? Das soll jetzt die Antwort sein? Ich komme den ganz langen Weg daher, greif den Scheißberg auf und das sagst du mir? So halt? Und er so, ja. Weil ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass du was Besseres zu tun hast. Es gibt nämlich nichts, was besser ist. Was besser ist als zu leben, was besser ist als zu lieben, was besser ist als ein Neugeborenes im Arm zu wiegen, was besseres als das Gefühl, das dich erfasst, wenn du morgens neben der, die du liebst, erwachst. Was besseres als ein guter Wein mit einer schönen Frau im Kerzenschein. Was besseres als ein kühles Bier am Strand oder mit Freunden nachts um 4 am Würstelstand. Was besseres als die erste Frühlingssonne. Was besseres als den Enkelkindern mit dem Spielen zuzusehen. Was besseres als noch am Jahr im Ausland auf ein Bier ins Karambol zu gehen. Junge, mach doch die Augen auf, das Leben hat so viel zu bieten. Von AC/DC über Miniröcke bis hin zu Mannerschnitten. Da kannst du das Universum durchsuchen, von oben bis unten, von vorn bis hinten. Da kannst du 1000 Wellen durchqueren, wirst nichts Vergleichbares finden. Nichts so süß wie dieses Leben. Und du fragst mich, wofür? Tu es um des Lebens willen. Wirst sehen, wie schön das wird. Und ich sag so zu einem, puh. Ja. Ich muss sagen, du bringst schon sehr stichhaltige Argumente. Aber eins wundert mich schon. Also diese ganzen leibenden Sachen, die du da gerade aufgezählt hast, da oben auf dem Berg gibt's die alle nicht. Wie kommst jetzt gerade du, vor allem Menschen, auf die Idee, dass du Einsiedler wirst? Das verstehe ich nicht. Und er sagt so zu mir, hä, Einsiedler? What the fuck, wie kommst du denn auf das? Ich bin Starkstrommonteur. Ich komme da nur zum Denken her.